Welche Soße habe ich? Welche Soße habe ich? So Leute, ist wirklich so weit. Das Backlava ist. Soll mal, ja. Haben wir jetzt Backlava für Schloss geholt. Das heißt 1,5 Kilo von Rind, 1,5 von... Sollen wir ihm die Hand geben wegen Corona? Faust, Hand, Faust, wie eine Umarmung. Ja, ich Herzlich willkommen bei Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Okay, ich würde jetzt eigentlich mein Intro machen, aber es passt eigentlich nur, wenn ich alleine bin. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal mit Klaus Grillfeite. Stell dich mal vor. Ja, ich bin der Klaus, ich bin heute der Top-Kommentar. Okay, ihr seht, wir machen schon Hot Wings. Ich will jetzt noch nicht verraten, was wir genau machen, aber es wird eine Challenge, die aus dem amerikanischen Raum inspiriert ist. Und ja, ich bin gespannt, ne? Wir essen einfach Hot Wings, würde ich sagen. Ja. Bis quietsch und knallt. Aber erstmal grillen wir die Dinger. Das ist ja easy. Wurst von allen Seiten. Hast du da Gewürz oder so? Eigentlich nicht, oder? Das war ja schon vorgewürzt. Ich kann gar nicht sagen, wo ich die habe. Das ist so los, die, haben wir, ja. Die sind aus dem Beutel. Schon vorgegart, oder? Ja, die sind vorgegart. Aber ich habe auch eine Idee, warum vorgegart. Ich dachte, entweder mal geben wir jetzt richtig super Hot Wings. Die werden aber leider so scharf, dass es keine mehr schmeckt. Da habe ich gesagt, komm, ist sie ja, Leute, ich bin nicht so schade. Wir nehmen heute direkt die Packung und nehmen die fertig. Ja, es geht ja auch nicht um die Hot Wings an sich. Also wir haben, wie gesagt, eine Challenge jetzt geplant und deswegen bleibt einfach dran dann. Ja, bis gleich. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich sag gleich, wie die Challenge abläuft, aber ich muss dich noch um eine Sache bitten. Kannst du kurz dein Intro machen? Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. Heute ist der coole, wir machen eine Hot Wings Challenge. Perfekt, genau. Wir warten jetzt kurz noch, bis die Hot Wings fertig sind. Und zwar, das Ganze läuft jetzt so ab. Wir haben hier diese Soßen und die Hot Wings werden unterschiedlich scharf sein. Also wir haben jetzt hier 7 Soßen. Wir werden, glaube ich, ja 12 oder 10 Hot Wings pro Person haben. Und da gucken wir, wer länger aushält. Ne? Also Milch kommt jetzt auch gleich. Die schärfste hat Vivis Familie. Ich glaube, 65.000 hat die schärfste. Ich esse überhaupt nicht scharf, weil ich bin überhaupt nicht... ab kann. Also du hast nie irgendwie... Nee, also ich bin echt ein würdiger Gegner dafür. Wenn du nicht gerne scharf bist, ich auch nicht. Ich habe gestern nicht. Einen Döner gekauft und der war schon schlimm. Okay. Die scharfe Soße, ich bin gar nicht klar gekommen. Okay. Also, was ich gerne esse, ist so mehlerig. Okay. Der so kurz dir ins Gesicht boxt und du musst ihn schütteln und danach wieder vorbei. Bei Chili ist ja fiese, das wird ja danach immer schlimmer. Ja, dann mal so ein Löffelchen genommen, der ist Rachenputzer, der ist nicht umsonst so. Okay. Und dann ein Löffelchen, der zieht dir die Schuhe aus. Wo kriegt man den denn her? Bei Kaufland. Ich bin sehr gespannt, weil, wie gesagt, ich kann scharfes wirklich gar nicht. Ja, mir schmeckt's, aber ich spreche schon bei dem Döner zusammen. Ich denke, er wird auch im Löffel die ganze Zeit. Weißt du, wir fangen mit wenig Soße, mit wenig Schärfe, mit wenig an und machen bei jeder Soße ein bisschen mehr hoch. Und gleichzeitig für die Schärfe, oder? Dann ist exponentielle Wachstum. Ah, genau, exponentiell, ja, das ist sozusagen mit jedem Chicken Wing. Genau, das ist immer schlimmer wird. Perfekt, genau so machen wir es. Okay, die Chicken Wings sind jetzt fertig. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil wir haben danach noch 7 Stunden Autofahrt vor uns. Das ist so schlau. So, die unschärfste Soße ist, wie heißt die? Jalapeno und Date. Ich würde sagen, wir machen einfach ein bisschen was hier drauf. Genau, und dann ditschen wir durch. Genau. Ah, meine Augen brennen. Die Soße soll gar nicht scharf sein. Wir probieren es mal jetzt. Ja, aber der Chicken Wing ist einfach zu heiß. Das ist ein großes. Ja, das passt, oder? Schon, ja, schon das passt. Ordentlich. Okay, warte. Ja, okay. Ich wollte eigentlich, dass du das Rind in die Hose willst. Ja, Rind in die Hose. Also jetzt abgesehen, ist gar nicht scharf. Nee, aber die Soße nehme ich, wenn ich mir den Mund verbrannt habe, zum Nachspülen, oder? Wie heißt die nächste? Crazy Bastard, Scotch Bonnet und Caribbean Spices. Was ist das für ein Name für eine Soße? Das riecht so ein bisschen nach Köln. Oh. Durch. Ja, schon Feuer. Die macht schon. Ganz leicht. Ja, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist schwer. Aber warte mal, kick mal den Chicken Wing direkt. Komm, hier so. Es geht voll. Die würde ich schon nicht mehr kaufen. Wie spricht man das? Chipotle und Pineapple, okay. Sie müssen jetzt ein bisschen rauchen sein. Und der Ananas schmeckt. Krass, wie viel da rausgekommen ist bei der anderen. Oder? Ein Riesenklatsch. So, nimm die Olivenbrühe. Das ist echt nicht scharf. Mach ich zu wenig drauf, oder? Ist die auch schon durch. Geht jetzt 10.000. Also am Ende ist es nur noch 6,5 mal so scharf wie die. Also Milch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob es mir nachher leid tut, weil ich jetzt schon nehme. Deswegen muss ich nicht mehr haben. Da kommt jetzt Nummer 4 hier. Habanero und Tomatillo. Ist das schon geschüttelt? Die Soße hat jetzt mehr als doppelt so viel Scoville wie die davor. Die hatte 10.000 und jetzt 25.000. Die sieht aber schon aus wie ein Warnschild. Bist du bereit? Bereit wie nie. Drin in die Runde. Jetzt kriegt es schon rein. Scheiße. Meine Augen treten ein bisschen. Die hat auch Tarn. Der Ding weg. Komm, nochmal eintauchen. Nein. Es geht. Oh. Magst du einen Schluck Milch? Du nutzt ja nichts, weil hier kommt nämlich gleich der nächste. Gusspepper und Mango, alter Scheiße. Gusspepper, die werden in Indien dazu verwendet, damit schmieren die ihre Zäune ein, das hält die Elefanten fern. Echt? Ja. Woher weißt du das?
brennt die schon. Oh. Ja. Wie stark ist die Soße jetzt? 30.000. Also ist nicht mal so viel mehr als die davor, oder? Nein. Oh, ich muss trinken, ich kann nicht. Nein. Trink auch bitte ein bisschen. Nein, nein, trink jetzt nicht, weil ich dir gesagt habe. Trink, weil du selber trinken willst. Ja, Kinder, so, lasst euch niemals so ein Trinkspiel herausfordern. Zum Wohl. Boah, das hat krass geholfen. Okay, Leute, wir haben jetzt noch 30.000. 7 Stunden Autofahrt. Ich werde so sterben auf der Autofahrt. Okay, bereit? Let's go. Oh. Hm. Ja, die tut weh. Die ist aber die noch, tut echt aber weh. Die ist überlebbar. Atme doch nur mal. Ich kann nicht mehr. Du musst. Ich muss. Ich muss nicht jetzt kommt jetzt von 25, nee, von 30 auf 50. Lecker! Das Trinidad Scorpion war lange Zeit die schärfste Chili der Welt, nachdem sie abgelöst wurde von der Carolina Reaper. Genau heißt okay, sie. Warte, war das jetzt nur so gesagt oder weißt Mensch, du das? Stimmt tatsächlich. Brauchen wir gar nicht so viel, ne? Ich merke, du kommst gerade gut klar, es ist gespielt oder? Also brennt der Mund, aber ich habe noch jede Schmerzen. Und einmal Indischen, du musst nicht alle... Okay, okay, okay. Also, ich habe Angst. So, ist bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Wie kommen die Tränen? Ja. Ja. Wie fühlst du dich? Na gut, erstaunlich gut. Aber also mein Geheimnis ist, schnell schlucken. Schnell schlucken? No, aber... Man sagt ja, Wasser macht es schlimmer, stimmt das? Also ich hab den mal mit Fanta versucht. Die letzte ditchen wir richtig ein, oder? Ja. Ja, erstmal kriegen wir die Fanta. So, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ist gut. Ja, die Schärfe verteilt sich. Also. Boah, Schock! Ich hab ja, wir müssen jetzt... Wir müssen doch mal ordentlich durchschütteln, ne? Hätten wir nicht einfach irgendwann grillen können? Haben wir für seinen Kanal. Ja, das Leben als Meme ist deutlich einfacher als ohne. Auf seinem Kanal ist, glaube ich, jetzt zeitgleich ein Video online gekommen, wo wir Kubi denn machen. Das wird, denke ich, auch sehr viele von euch interessiert. Deswegen erster Link... Sorry. Erster Link in der Videobeschreibung ist bereit. Also du fragst immer so, ja klar. Boah, da liegen mir schon runter. Ich habe eine Idee, wollen wir danach alle im Schnelldurchlauf nochmal machen? Nein. Klaus, ich frag dich nochmal. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Es geht. Oh. Es geht. Das ist schwer, das ist wirklich. Alter. Das ist schlimm. Ey, ich kann nicht mehr. Nee. Ich kann wirklich nicht mehr. Ja? Ich sag sonst mal, ihr müsst ja unbedingt mal zu Hause nachmachen, aber jeden Fall würde ich sagen. Probiert das bitte nicht aus. Nee, was denn? Aber es ist gut. Also es ist auf jeden Fall. Eigentlich ist ja nicht. Ich hoffe, ich werde die Fahrt überleben. Ja, also ich habe eine Toilette in der Nähe, mir kann nicht viel passieren. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich glaube, ich mache sowas nie wieder. Nein, das ist gut. Also okay. Ganz wichtig, wenn er sowas zu Hause nachmacht. Immer mit Milch, oder? Und ganz wichtig, bevor ihr nächstes Mal auf Toilette geht, in egal welcher Art und Weise, wascht euch die Hände und zu Hause. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Geht auf Klaus' Kanal, da seht ihr das Scooby-Doo-Video. Und Daumen nach oben da lassen. Machen wir dein Outro. Mach's gut. Mach's gut.